Der Marc von Business Wien ist hier und die Anna sitzt bei mir. Hallo. Und die Anna war schon bei mir für den Nasenpiercing. Ja. Stechen mit Ring, der ist dann da. Mhm. Und das steht einfach sehr gut, wie gesagt. Und du bleibst bei der gleichen Dicke, also mit 2 mm. Und wir müssen einfach nur einen neuen Ring drin haben. Ja. Aber deswegen ist sie nicht hier, deswegen filmen wir nicht mehr filmen, auch weil wir noch einen Vertical Tragus stechen. Okay. Auf dem rechten. Ja. Gut. Dann bereite ich mal ein bisschen vor. Okay. Also zum Vertical Tragus gibt es ein paar Sachen zu sagen, da muss man nicht verschweigen, das ist die Wahrheit. Die wachsen irgendwann raus. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie schnell und wann, aber irgendwann wachsen sie raus. Es gibt Kunden, die haben das Piercing 5 Jahre, ich habe Kunden, die haben es 1 Jahr, ich habe Kunden, die haben es nur ein halbes Jahr. Mhm. Ein halbes Jahr ist eher sehr selten. Da passiert dann meistens irgendwas in den Hängen bleiben oder sonst was. Aber es ist natürlich im Bereich des Möglichen. Ich bin ja kein Betrüger, ich möchte es schon vorher sagen, das kann passieren, dass du das weißt. Und wenn du sagst, ja, ist okay für mich, das tust du, das wäre es nicht hier, dann stechen wir es natürlich. Aber es gibt auch Studios, die den Kunden einfach knallhart ins Gesicht bügeln und sagen, nö, das bleibt für immer. Und das stimmt dann einfach nicht, leider. Auch wenn es ich denke, wenn die Service ein bisschen schlecht gestochen werden, habe ich teilweise Fälle, wo die nach 3 Monaten rauswachsen. Ja? Das muss man auch sagen. Und falsche Spruch, falsche Materialien oder auch falsche Technik beim Stechen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Aber auch wenn ich steche, auch da Service Piercing hat, unterliegt immer diesem Problem. Ja? Mhm. Gut. Bei dem Ring das gleiche Modell wieder oder? Ich weiß nicht, ob Gold gut ausschauen wird. Könnte man Gold für dich schon vorstellen. Mhm. Okay. Gelb-Gold. Ja. Und ich finde, muss sagen, die Größe, alles, ich würde es genauso lassen. Mhm. Also, ich finde es gut so. Ja. Die Lippen, alle echt, oder? Ja. Das sind richtig Knutschlippen, hast du. Dankeschön. Ja, ist ja schön, oder? Das ist ja als Frau, oder? Das will man ja. Also, das ist keine. Klar, sieht man jetzt bei dir nicht wirklich Hyaluron oder irgendwas nötig, Mensch. Mhm. Auch schön, ne? Ja. Spart man sich ein bisschen was. Ja. Kann man sich lieber für Piercings ausgeben. Ja. So, das wäre in Gold. Mhm. Gleich dick, alles gleich und nehmen wir uns den einfach mal raus. Und das ist eigentlich ganz schnell abgeheilt. Also das wollte ich wieder fragen. Ging das ohne Probleme? Ohne Probleme. Super. Bei dem Surface, Glitzerstein oder nicht? Ja. Ja? Ja. In weiß, in rosa oder in blau? In weiß. Surface. 3 mm Kugeln? Mhm. Gibt auch noch kleinere? Nein, so. Denk auch, das ist zu klein, das auch nicht. So, dann. Und was machst du so, Anna? Inwiefern? In allen Fällen. Also, studierst du, gehst du in die Schule? Ich arbeite. Okay, was? Jetzt gerade als Sekretärin in einem Tattoo-Studio. Ein Tattoo-Studio? Ja. Wo? In Lohnstraße. Okay, wo? In Lohnstraße? Ja. Ja, und im Sommer gehe ich in die Schule. Ja. Dann brauchen die eine Sekretärin drin? In der Schule? Nein, in der Schule nicht, da auch, ja. Aber im Tattoo-Studio? Also, ja. Was quasi wie meine Mädels unten empfangen, ja. Quasi, oder? Ja, Empfang, Termine, sowas. Ich buche die Sachen, falls wir mal wieder Material brauchen. Das ist das Piercing dazu. Mhm. So sieht das aus. Wie kamst du denn auf die letztlich? Weil du schon da warst, aber kennen die mich auch da im Studio? Nein, die nicht, aber meine Schwester hat von diesem Studio geschwärmt, also wirklich geschwärmt. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Na gut, du hast ja schon einmal geprüft und ja, überlebt hier. Das war. Ich weiß, du lehnst dich mal hinten an. So. Bist du tätowiert? Ich sehe jetzt nichts. Nein, ich bin nicht tätowiert. Das ist wie ich, kein Tattoo. Und Kopfmuster drin. Sieht deine Schwester dir ähnlich? Überhaupt nicht. Okay. Ist sie älter oder jünger? Älter. 5 Jahre, sie ist 21. Okay. Willst du Tattoos? Irgendwann, aber. Nicht zwingend, momentan? Nein. Ich habe ja noch Zeit. Ja, jetzt bist du. Ich bin gerade auf die Spur vom Piercing gekommen. 17 bist du jetzt, oder? 15. 15, Entschuldige, wir kommen auf 17. Ich weiß es. 21, ja klar, 5 weg. Ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade. Also ich werde dieses Jahr 16. Und da bist du schon quasi fleißige Sekretärin dort. Ja. Ja, Mensch, das hättest du bei mir auch bewerben können. Ich auch genommen, du.
Immer wenn du Lust mehr hast, aus der Dusche, dann kommst du zu mir. Ja? Gut. Können wir gute, motivierte Leute brauchen hier. Immer gern gesehen, sowas. So. Was willst du denn später noch machen? Hast du so bitte das vor? Ja, ich habe jetzt am 16.04. die Eignungsprüfung für die Militärpolizei. Okay, also da gibt es irgendeinen Film mit Angelina Jolie, die Lippen hast du ja schon. Ja. Und die ist, glaube ich, auch später auch mal so eine geheimagentin Militärpolizei irgendwas Tante. Ja. So in dieser Rolle sehe ich die jetzt gerade irgendwie. Oder Lara Croft, ja, sowas in der Art. Den neuen Film schon gesehen? Nein, noch nicht. Den alten? Ja. Der war cool. Also der neue müsste, glaube ich, mega sein. Ich muss mal machen, gucken. Militärpolizei? Ja. Warum ist das zur Militärpolizei? Wollen die mehr schießen als die normalen? Nein, oder? Ich finde das extrem interessant. Ja, aber was tust du bei Militärpolizei? Dann nimmst du ja quasi Deserteure fest in so einem Scheiß, ne? Ja, also ich mache das, was für die Polizei zu groß ist. Ja, aber die Militärpolizei darf die auf dem Staat, also auf dem Bundesgebiet eingesetzt werden? Ja. Bei Demos und sowas, oder nicht? Ja. Okay, ich dachte, das geht nicht. Wusste ich nicht. Zumindest habe ich das... Dann lüge ich jetzt. Also ich dachte immer, dass die Militärpolizei quasi auf dem Bundesgebiet, auf dem Ding eigentlich nicht tätig werden soll oder darf. Darf's doch. Dass bei Großveranstaltungen, Demos und sowas, da darf die... Und auf Außeneinsätze. Ja, aber Entschuldigung, du bist jetzt so ein hübsches, süßes Mädchen und dann willst du da mit der Knarre irgendwie auf Leute fahren und dich anschießen lassen, oder? Ja. Ja, aber was stimmt mit dir nicht? Ich war schon immer eher so... Du hast immer schon gerne Leute auf die Fresse gehauen. Ja, das kann man sagen. Kannst du zuhauen, hast du mal gemacht? Oder machst du Kampfsport oder irgendwas? Ich habe Judo gemacht, okay. 5 Jahre lang. Ist gut, aber Judo ist eine gute Sache. Ja. Ab und zu habe ich Schule zugeschlagen, aber nur aus Notwehr. Ja, hoffentlich nicht so Spaß, in der Schule so, tsch, kommt das runter. Puh, meine Therapeutin, also das wünscht man sich als Papa jetzt auch nicht unbedingt von seiner Tochter. Geht das auch noch ein bisschen weiter vorne? Definiere vorne. Also so hier. Ja, können wir schon noch einen Tick vorrutschen. Wäre es lieber? Ja. Mensch, hätten wir. Was sagt deine Familie dazu? Zur Militärpolizei? Das ist ein Gespinst, oder? Also meine Mutter steht voll hinter mir. Meine Schwester belächelt das ein bisschen. Aber meine Freunde glauben mir nicht, dass ich es ernst meine. Hm. Naja, und dein Papa? Ich habe keinen Vater. Oh. Der ist gestorben, als ich ein kleines Kind war. Oh, es tut mir leid. Immer scheiße. Ja, trotzdem scheiße. Na gut, dann kann der zum Glück schon aber nichts mehr sagen. Weil, wenn ich, glaube ich, dein Papa, dann würde sagen, also ein Mensch muss das sein, du. Weil der doch Sorgen um seine Tochter, ja. Und, besser? Ja, das passt. Also noch mehr gehen wir nicht mehr vor. Okay. Dir ist aber schon eins klar, ne? Militärpolizisten könnten irgendwann die Piercings rausnehmen müssen, nein, ne? Man darf Piercings und Tattoos haben. Was? Sogar sichtbare, ja. Ach, und die normale Polizei nicht? Nein. Deswegen, du gehst nur deswegen zur Militärpolizei. Ich glaube auch. Ich hab's schon gemerkt. Ja? Jetzt komplett. Komm schon, okay. Na, wenn du sagst, du wirst dich erkundigt haben, ich vertraue dir mal, dass du da dich nach bestem Wissen und Wissen erkundigt hast. Brille mal kurz runter tun. Wir machen mal einen Wechselschnitt. Einfach annehmen. Und wann kannst du das anfangen? Nächstes Jahr machen wir den 17. Geburtstag. Muss man 17 sein? Ja. Und dann kann man eine Aufnahmeprüfung machen, oder? Ich mache die Aufnahmeprüfung jetzt schon. Das geht schon? Ja. Aber da muss man ein bisschen was drauf haben auch, ne? Ja. Voll aber nicht Mädchen. Aber bist du sportlich? Man sieht sportlich aus. Aber es heißt noch nichts. Es gibt viele Leute, die sind schon schlank und können nicht keinen Ball werfen. Ja, okay, Fußball und sowas ist nicht so meins, aber... Ja gut, das musst du ja nicht machen. Aber ich stelle mir das gerade so vor, also da musst du wie bei Full Metal Jacket, hast du den Film gesehen? Diese Militärfilme, ja, da musst du quasi, ja, wie bei Navy Seals, wenn sie dich da durchdrehen, auf dem Boot und ein Stacheldraht runter und so mit einer Drillerpfeife im Mund. Ja, jetzt hast du Lippenstift am Zahn, übrigens. Ich muss dir nicht machen. Warte, ich gebe dir. Dankeschön. So, ich weiß lieber da. Blendendes Lächeln. So. Okay, goldener Ring ist drin. Wie findest du ihn? Schön. Ja, ist cool. Ja. Anders. Guti, dann starten wir. Ja. Also Kopf rüber drehen. So. Da bin ich mal gespannt, ob du das. Vielleicht kommst du dann immer noch mal zu mir. Du musst mich am Laufenden halten. In Uniform. Ja, hat auch was. Gut, im ersten Moment habe ich wahrscheinlich Angst, dass ich was angestellt habe. Ja?
Darf die Militärpolizei Leute verhaften? Also so wie mich, der Piercer so lieber? Nein, nein. Gut. Gut, gut, gut. Ich dachte, du willst irgendwie Tierärztin werden oder Chirurgin, Rechtsanwältin. So was ist nicht meins. Ist ja gut, es ist ja jeder dafür mittlerweile. Frauen sind ja mittlerweile dahingehend nicht mehr in ihrer Jobwahl so diskriminiert. Ja? Du von der Militärpolizei habe ich nichts hören. Ja? Aber kein Mucks wird hier gemacht. So, ganz locker bleiben. Geht's? Mhm. Das ist ein bisschen gemein, ich weiß. Alles okay bei dir? Mhm. So. So, okay. Gut. Lebst du noch? Ja. Aber es ist mit den ganzen Berufen, also gerade mit Polizei, also es ist teilweise echt schon lustig, wenn man sich überlegt, dass du jetzt also bei der Militärpolizei das wirklich darfst und beim anderen Beruf wieder nicht. Ich meine, mit welcher Rechnung, also es ist teilweise schon... Es ist teilweise so, dass manche Leute, ich habe das teilweise gehabt vom Beispiel bei den Einzelhandelsgeschäften, ja, und ich weiß es nicht, ob es jetzt Müller oder DM ist oder irgend sowas, vergessen, aber bei irgendeinem oder Mediamarkt, was auch mal so, da hat einer... Da gearbeitet, der hat 5 Piercings im Gesicht gehabt, ja, sah aus wie in einem Metallpappen, ja, alles vollhängen und quasi beim Gehen geklimpert und der durfte das haben. Mhm. Und in der anderen Filiale, in der anderen Abteilung, hat ein Abteilungsmädel nicht mal ein Nasenpiercing haben, ja, oder ein Ohrpiercing. Und das ist natürlich das gleiche Unternehmen oder der gleiche Konzern, das ist so eine Willkür-Scheiße teilweise, wo du halt sagst, das ist wirklich mühsam. So. Fertig? Yes. Na, was sagst du? Schaut gut aus. Frau Polizistin, so. Oh, war das beim Blut? Das war da oben, habe ich dich ein bisschen gestochen. Das war ich beim Militärpolizisten immer so zur Abhärtung. Einfach mal so kurz irgendwo reinstehen. Oh, das schaut gut. Und? Ja? Ja. Cool. Was für eine Schule machst du gerade? Ich bin Sekretärin. Achso, aber ach, du hast gar keine Schule. Du bist fertig mit der Schule. Ich bin fertig. Bist aber früh dran, du. Ja, ich habe die 9. Schulstufe abgeschlossen und dann war ich fertig. Österreich geht es teilweise schnell. Ja. Schneller als man glaubt. Ich dachte, du gehst noch, ich dachte, du machst Sekretärin nebenher so ein bisschen. Nein. Cool, naja, nicht schlecht. Gut, meine Liebe, also, wir sind mal fertig damit. Ich starte mal kurz nochmal, was du darauf achten musst. Bei so ein bisschen gibt es ein paar Sachen, die anders sind als beim Nasenpiercing. Und okay, zwar, zuerst mal von der Pflege ist ein bisschen was anderes. Du nimmst natürlich wieder Confidence Spray Gel. Bitte kauf dir wieder neues, weil du brauchst Spray Gel nach 3 Monaten. Ich habe extra neues gekauft. Perfekt. Also das quasi bitte nehmen, unter den Spray und gehen. Erster Schritt sollte sein, du nimmst unter den Spray, sprühe davon bitte 2 Sprühe aufs Piercing drauf, einfach runterlaufen lassen, das rinnt irgendwie runter, lass den Spray so 30 Sekunden einwirken. Nach der Einwirkzeit nimmst du eine Küchenrolle, machst die wieder feucht und jetzt kommst du, tust bei den Piercing bitte um die Kugeln drumherum putzen. Ich habe jetzt kein Service-Piercing hier als Modell, wenn man meine Augen braucht, dass du putzt einfach um die Kugeln herum sauber. Bei einem Service-Piercing, das will man nicht bewegen, nicht drehen oder schieben, da putzt man sich nur die Kugeln direkt selber ab. Das heißt, die Kugeln putzen, oben, unten, und dann nehmen wir Pontelin-Gel. Davon reicht wieder ein Tropfen, steckt einen Kopf groß. Den tust du um die Kugeln schmieren und auch zwischen diesen Hohlraum. Also wenn es der Hohlraum ist, zwischen den Kugeln, tust du da mit dem Finger einmal reinwuseln, tust du das einschmieren und zieht das in den Stichkanal ein. Implantate, Service-Piercings, alles in dieser Art will nicht bewegt, gedreht, geschoben, gedrückt werden. Das heißt, einschmieren, einziehen lassen, fertig. Da tun wir nicht rummassieren, nicht bewegen, gar nichts. Und wie ist das, weil ich mache sehr diszipliniert Sport im Fitnessstudio, ist das irgendwie ein... Also ich muss auf nichts achten. Okay, gut. Kannst tun, bis der Arzt kommt, ja? Also ist generell kein Problem. Du kannst Sport machen und in der Schweiß- und pH-Wertsäule, ich kann nicht die Wunden desinfizieren. Das wäre noch schöner. Also das darfst du ganz normal machen. Okay. Haare färben ist 6 Wochen verboten, weil es ein bisschen doch am Gesicht dran ist. Mhm. Dampfbad, Solarium, Sauna, Schwimmen gehen 3 Wochen verboten. Mhm. Duschen, Haare waschen und Sport ist morgen wieder erlaubt. Okay. Und sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes mehr. Okay, perfekt. Gut. Fragen? Und was soll ich machen, wenn es rauswächst? Also wenn ich merke, dass es rauswächst? Wenn du merkst, dass es rauswächst, das hebt sich so ein bisschen an, dann siehst du die Stäbe ein bisschen mehr, das ist noch nicht schlimm, das kann so sein, es wird so sein.
Wenn man merkt, es wird immer mehr rot, fängt an zu nässen und ist entzündet, tut weh, eitert vielleicht, ja, dann kommst du zu mir. Okay. Wenn ich sage, pass auf, Anna, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss, dann tun wir es raus. Wenn du sagst, nö, wenn ich sage, nö, ist alles okay, lass noch drin, dann lässt noch drin. Okay. Also ich mach's raus, du machst nicht raus, ich tue es irgendwann rausnehmen. Okay? Also ich selber nicht angreifen? Nein. Okay. Gut, dann sollten wir uns vielleicht in 6, 8 Wochen nochmal sehen. Tschüss zum Kontrollieren, zum Wechseln, ob alles gut verheilt ist, ob alles passt. Und ansonsten sind wir durch. So, dann sage ich Dankeschön und halten Sie im Laufenden. Nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, und bis zum nächsten Mal. Ciao.